Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eye of the Beholder 1. Wir sind in der vierten Etage. Oh, jetzt muss ich gerade gucken. Hier irgendwo was liegen lassen. Da geht's nicht weiter. Großer Raum. Oh, da steht was. Cool, ein König unter dem Berg. Aha. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Oder doch nicht? Ah, das ist für die mittlere Tür. Okay. Ein Schalter. Ich drücke einfach mal alle Schalter runter. Zugangskontrollschalter. Okay, die ist nicht aufgegangen, ne? Yeah, ein Schlüssel abgefahren. Geben wir mal ihm. Oh, der hat Hunger. Gib dem Mann doch was zu essen. Also wirklich hier. Dann nehmen wir aber eins von den Großen. Von haben wir doch so viele jetzt. Super. Und schauen mal. Wir können den sehr wahrscheinlich direkt hier einsetzen, den Schlüssel. So ist es. Keine Gegner. Oh, eine Robe. Die wäre interessant für ihn sehr wahrscheinlich. Mal gucken, ob da irgendwelche Unterschiede sind. Und ein Medaillon. Zack, das ziehen wir mal an. Check. Der Furchtlose. Ich glaube, das ist dieser Zwergenkönig hier. Hier können wir einen Schalter drücken. Aha, da ist das hier weggegangen. War der Vordurchgang eben auch schon da? Zugangskontrollschalter. Aha. Was passiert, wenn ich da drauf gehe? Oh, ich komme dann nicht mehr zurück. Alles klar. Dann müssen wir jetzt hier weiter durch. Komm, was wolle. Wir können hier nach Norden, wir können nach Süden. Gehen wir mal nach Norden. Kein Feind zu sehen. Ah, Feindkontakt. Stecher geben wir ihm mal. Was haben wir hier denn? Da können wir Sachen reintun. Wir haben doch hier den hier. Halt! Steindolch. Ja, es gibt diese Steingegenstände hier. Ich glaube, die sind für diese Portale notwendig. Ein Schalter, der die Tür auf und zu machen kann. Okay. Da kann ich nichts bewegen. Das Böse lauert hinter diesem Raum. Ja, ich würde da gerne durch. Müssen wir gleich mal schauen, wie das geht. Erstmal schauen, was hier noch so gibt. Oh, jede Menge Giftheiltrank. Wahnsinn, das ist sehr gut. Noch ein Giftheiltrank. Aber da ich ja jetzt einen Zwerg vorne habe, sollte das nicht so schnell passieren. Boah, ich muss hier irgendwann mal ein bisschen Ordnung reinmachen. Das sieht ja übelst aus. Aber jetzt noch nicht. Schieben wir es etwas auf. Geordnetes Chaos nenne ich es jetzt einfach mal. Orakel des Wissens. Ah, ich glaube, hier kann ich Gegenstände reintun und erfahre, was das ist. Oder? Oder muss ich den reintun und dann dahin?
der Gegenstand ist zu groß. Tjo. Da weiß ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal weiter, was wir noch so auf dieser Map haben. Zwerge sind ja bekannt dafür, dass sie jede Menge Verstecke haben. Oh, wir brauchen einen Schlüssel. Können wir das Schloss hier knacken? Lässt sich nicht knacken. Schade. Niemand schafft es, die Tür aufzukriegen. Dann müssen wir jetzt mal woanders lang. Achso, wir hätten noch hier nach Süden gekonnt, ne? Genau. Erstmal checken. Gehen wir hier lang. Ah, brauchen wir überall Schlüssel für. Müssen wir die erstmal finden. Ein leerer Raum. Okay. Wieder ein leerer Raum. Seltsam. Massig leere Räume. Ah, hier kann ich was runterdrücken. Da geht's eine Etage tiefer. Das muss ich mir merken. Wollen wir aber noch nicht. Schauen wir uns erstmal hier um. Und jetzt ist es zugegangen. Und jetzt bin ich hier im Spinnenareal. Scheinen aber keine Spinnies zu sein. Ich höre sie schon. Nicht gut. Gehen wir mal hier lang. Oder? Erstmal hier nach Norden. Ah, wir brauchen mehr Schlüssel. Mehr Schlüssel! Halt! Zuschlagen! Rondra ist vergiftet. Sie ist doch als Paladin immun, dachte ich. Das ist natürlich schlecht. Also, komplette Immunität klappt wohl nicht. Jetzt brauchen wir natürlich dann... Ei! Giftverlangsamungszauber. Der würde auf jeden Fall jetzt hier Sinn ergeben. Nicht mal schauen. Erstmal die ganzen Teile wieder einsammeln. Ja, wir geben ihr jetzt erstmal einen von diesen Gifttränken. Oh, schon viel besser. Zu essen.
sollte die im Fernkampf kalt machen. Das ist nämlich nicht gut hier. Erstmal schauen, von hier kam ich, ne? Genau, dann bin ich da durchgegangen. Boah, jede Menge Spinnen. Eieiei. Nein, nicht tauschen. Ah, nein. Ja, also Fernkampfwaffen ist echt jetzt wichtig. Dürfen nicht vergiftet werden von. Nein! Ah, fuck, wo kommst du denn her? Boah. Ich glaube, das ist, wenn ich über bestimmte Felder gehe, könnte es sein, dass die neu kommen. Da muss ich jetzt echt mal aufpassen. Und hier jetzt erstmal irgendwo speichern. Da kommt schon die nächste. Geht immer weiter hier. Kein Ende in Sicht. Irgendwo sicher safen. Irgendeinen sicheren Raum. Ja, sichere Räume gibt es hier nicht. Na gut. Dann sollten wir hier an dieser Stelle mal speichern. Spiel speichern und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um diese ganzen Spinnen, die hier sind. Bis demnächst, euer Chojin.